Hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich zeige euch heute in diesem Video, wie ihr solche Eierwärmer macht. Ihr könnt dann verschiedene Ausführungen machen, eben ob ihr dann ein grünes Garn verwendet und einen Frosch draus macht oder eben so wie hier diesen Hasen oder ein Fantasietierchen oder hier einen Marienkäfer. Da ist zwar drunter das Teil gestrickt, jedoch funktioniert es auch mit der gehäkelten Variante. Die gestrickte Variante habe ich übrigens letztes Jahr schon mal auf meine Facebook-Seite für euch geladen. Also falls jemand diese Variante nachmachen möchte, kann er sich das gerne auf meiner Facebook-Seite in schriftlicher Form ansehen. Also einfach im Fotoalbum bei Nele C. auf meiner Seite suchen. Gut. Ich habe verwendet ein Baumwollgarn, also ein Baumwollmischgarn. Das ist die Cotton Mix von Lana Grossa, ist 50% Baumwolle, 50% Acryl. Du kannst jedes beliebige Garn verwenden. Ich würde darauf achten, dass es einen Baumwollanteil hat. Ja, angegeben ist sie mit Nadelstärke 5 bis 6. Ich arbeite das mit Nadelstärke 4. Ja, dann brauchst du noch eine Wollnähnadel zum Vernähen, dann Augen, die gibt es im Bastelladen, verschiedenste Ausführungen, welche auch immer du möchtest. Alternativ könntest du auch Knöpfe verwenden und annähen oder du kannst Augen einfach aufsticken. Also, wir fangen an und machen einen Fadenring. Sieht so aus. Wir holen den Faden, machen eine Kettmasche zum Fixieren. Jetzt arbeiten wir in diesen Fadenring 8 halbe Stäbchen. Also einen Umschlag in die Mitte in den Fadenring hinein, Faden holen und durch alle drei Maschen durch. Ein halbes Stäbchen. Wir arbeiten jetzt 8 halbe Stäbchen. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Nun an diesem Ende anziehen, so zieht sich das zusammen. Und wir schließen mit einer Kettmasche das Ganze zu einer Runde. Wenn man in geschlossenen Runden arbeitet, gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wie du diesen Rundenübergang machst. Die gängigste, bekannteste ist meistens mit 2 Steigeluftmaschen. Ich mache manchmal gar keine, also Leute, die meine Videos, meine gehäkelten kennen, wissen, dass ich manchmal gar keine mache. Ich mache eigentlich immer unterschiedliche Übergänge und passe das Ganze auch der Wolle an, die ich verwende, weil ich das Gefühl habe, es macht den Unterschied, welche Wolle ich benutze. In dem Fall werde ich jetzt diesen Rundenübergang verwenden, den ich bei Monk Wolle Beanies gesehen habe. Die hat ein ganz tolles Video dazu, könnt ihr euch ansehen. Also dort wird der Faden hochgezogen und der Knäuel durchgegeben. Wenn ihr das genauer, also wenn euch diese Technik interessiert, seht euch einfach ihr Video an. Sie erklärt das sehr gut in ihrem Video. Aber natürlich kannst du einfach den Rundenübergang machen, den du kannst, der dir am leichtesten fällt, der dir am besten gefällt. Jetzt in der nächsten Runde verdoppeln wir jede Masche. Also ich habe 2 ins selbe Loch gearbeitet. Also wieder einen Umschlag, in die nächste Masche einstechen, Faden holen und in dieses selbe Loch, wo ich diese schon hineingearbeitet habe, noch ein halbes Stäbchen hineinarbeiten. Das mache ich jetzt die ganze Runde, also jede Masche verdoppeln. Wir haben angefangen mit 8 halben Stäbchen. Und haben am Ende
dieser zweiten Runde dann 16 halbe Stäbchen. Wieder zur Runde schließen. Wie gesagt, wie du das machst, ist vollkommen dir überlassen. Steigeluftmaschen, es gibt auch Varianten, wo dann zurückgestochen wird. Ja, jeder so, wie es kann oder wie es ihm am besten gefällt. In der dritten Runde verdoppel ich jetzt jede dritte Masche. Also das erste normal, das zweite normal. Und in die dritte Masche arbeite ich jetzt wieder zwei Maschen ins selbe Loch. Also in dasselbe Loch zwei Maschen hinein. Das mache ich jetzt die ganze Runde über. Also immer jede dritte Masche verdoppeln. Wieder mit einer Kettmasche schließen deine Runde. Und in der vierten Runde verdoppeln wir jetzt jede vierte Masche. Also 1, 2, 3 und in die vierte Masche arbeiten wir wieder 2 in dasselbe Loch hinein. Das machen wir jetzt auch wieder die ganze Runde über. Immer die vierte Masche verdoppeln. 3 und 4, da arbeiten wir 2 hinein. Wieder mit einer Kettmasche die Runde schließen. Du hast jetzt 26 halbe Stäbchen in deiner Runde. Also wir haben zuerst verdoppelt, also von 8 auf 16, dann jede dritte Masche zugenommen. Also verdoppelt, dann jede dritte. Das ergibt 21 halbe Stäbchen. Und hier haben wir jede vierte verdoppelt. Es ergibt 26 halbe Stäbchen. Jetzt arbeitest du die fünfte, sechste und siebte Runde halbe Stäbchen. Wir machen keine Zunahmen mehr. Die Größe ist natürlich einem Standard-Ei angepasst. Ganz gleich sind sie natürlich nicht alle, aber ich glaube im Großen und Ganzen müsste es auf jedes Ei passen. Also wir arbeiten jetzt 3 Runden nur halbe Stäbchen, schließen jede Runde mit einer Kettmasche. Wenn du diese 3 Runden mit halben Stäbchen gearbeitet hast, sieht das Ganze jetzt so aus. Jetzt arbeiten wir eine Runde mit festen Maschen. Du kannst auch die Farbe wechseln. Also wenn du zum Beispiel den Hauptteil jetzt eben rot gemacht hast, könntest du, so wie ich hier, mit schwarz die Farbe wechseln. Feste Masche, einstechen, Faden holen und Faden holen durch beide auf der Masche. Also wir machen keinen Umschlag bei einer festen Masche.
nicht wie beim halben Stäbchen, sondern ohne Umschlag. Einstechen, Faden holen. Faden holen durch beide durch. Die ganze Runde feste Maschen. Du kannst diese Runde jetzt entweder mit einer Kettmasche schließen, wie es üblich ist. Ich mache das ein bisschen anders. Ich schneide den Faden ab, ziehe hier diesen Faden hinaus, fädel das Ende auf meine Wollnähnadel und gehe durch diese beiden Maschenglieder hier mit meiner Nadel durch. Hier kommt mein Faden heraus. In der Mitte. Und genau hier in diese Mitte steche ich auch mit meiner Wollnähnadel hinein. So ist das jetzt hier schön gerade und es steht kein Stück ab, wie es sonst üblich ist. Du musst das natürlich nicht machen, ist nur meine Variante, wie ich es mache. Dann den Faden vernähen. Ich werde das jetzt nicht. So, fertig ist euer Hütchen, euer Eierwärmer. Jetzt zeige ich euch noch, wie ich die Augen gearbeitet habe bei dem Frosch. Also es ist etwas, was wirklich sehr schnell und einfach geht und ein nettes Mitbringsel, gerade jetzt zum Beispiel in der Osterzeit ist. Oder auch, ich habe schon ein paar Mal Geschenksgutscheine für Frühstücksgutscheine in dieser Art verschenkt. Kommt auch ganz gut an. Ja, für die Augen arbeiten wir wieder einen Magic Loop, einen Fadenring, wie auch immer du ihn bezeichnen möchtest. Ich steche wieder in die Mitte ein, mache eine Kettmasche für die Fixierung und arbeite jetzt 8 halbe Stäbchen hinein. Ich habe das bei meinem Frosch mit Farbe Weiß gemacht. 1, 2, 3. Wieder zusammenziehen, wieder zur Runde schließen mit einer Kettmasche. Ich habe dann die Farbe gewechselt beim Frosch und wieder auf dieses Grün. Ich mache es aber hier jetzt gleich mit dieser Farbe weiter. Wir verdoppeln jetzt mit festen Maschen jede zweite Masche. Also die erste normal, in die zweite Masche arbeiten wir 2 feste Maschen. Dann wieder eine normal und dann wieder 2 feste Maschen ins selbe Loch hinein. Oder in dieselbe Masche der Vorrunde. Faden abschneiden oder eben zuvor schon mit einer Kettmasche schließen. Wie gesagt, ich mache das mit der Wollnähnadel. Wieder durch diese beiden Schlaufen durch. Und dann hier in die Mitte hinein, wo der andere Faden herauskommt.
Faden vernähen. So habe ich mein Auge gearbeitet. Also wie gesagt, bei der äußeren, bei den festen Maschen habe ich die Farbe wieder gewechselt. Diese Augen kannst du jetzt mit diesen Endfäden, also mit Anfangs- und Endfäden, einfach hier annähen. Und dann solche Augen oder Knöpfe anbringen, ganz nach dem, was du zu Hause hast. Oder man kann auch Filz verwenden oder eben aufsticken mit einer anderen Wolle. Natürlich musst du das zweimal anfertigen, damit du zwei solche Augen hast. Den Mund einfach aufsticken. Ich zeige euch jetzt noch ganz kurz den Kopf vom Marienkäfer, damit ihr auch den machen könnt. Also wir machen wieder einen Fadenring, fixieren mit einer Kettmasche und arbeiten jetzt. Für den Kopf beim Marienkäfer habe ich dünnere Wolle verwendet und auch eine dünnere Häkelnadel. Ist auch eine Cotton Mix. Es gibt die Cotton Mix 80 und es gibt die Cotton Mix 130. Also die ist etwas dünner. Also in meinen Fadenring arbeite ich 11 halbe Stäbchen. Ups. 1. 1. Fadenring zusammenziehen, mit einer Kettmasche schließen. Jetzt verdoppeln wir jede zweite Masche. Also eine normal und wieder zwei Maschen in dasselbe Loch, beziehungsweise in dieselbe Masche der Vorrunde. 1 und hier wieder 2 in das gleiche Loch einstechen. Das die ganze Runde über wiederholen, also immer jede zweite Masche verdoppeln. Mit einer Kettmasche die Runde schließen. Du kannst jetzt, wenn du möchtest, die Farbe wechseln. Zum Beispiel eben das Innenteil jetzt rot und außen könnte man jetzt schwarz, wenn man möchte. Ich habe den ganzen Kopf in schwarz gearbeitet. Wir verdoppeln, wir machen jetzt feste Maschen, verdoppeln jede dritte. Also in die dritte kommen 2 feste Maschen hinein. Dann wieder 1, 2 und 3. Das mache ich zweimal, also habe ich 6 Maschen gearbeitet, also die dritte immer verdoppelt. Dann mache ich eine feste Masche und arbeite jetzt 5 Luftmaschen, also immer nur Faden durchholen. 3, 4, 5. Ich steche hier in ein Maschenglied meiner Luftmaschenkette ein
und arbeite in dieses Maschenglied, ins gleiche Maschenglied, drei feste Maschen. Zwei und drei. Jetzt steche ich wieder in jedes halbe Maschenglied hier ein. Man könnte auch in die Rückenschlinge einstechen, aber ich steche jetzt hier in dieses halbe Maschenglied ein und arbeite Kettmaschen zurück. Also nur Faden holen und gleich durch die Schlinge, die auf meiner Nadel ist. Einstechen, Faden holen und gleich durch. Wenn ich am Ende angelangt bin, arbeite ich wieder eine feste Masche in diese Masche, wo ich zuvor schon meine feste Masche gearbeitet habe. Jetzt arbeite ich zwei feste Maschen, also jedes in ein Loch, nicht zusammen, also keine Zunahme. Beim dritte feste Masche und wieder sechs Luftmaschen. 2, 3, 4, 5, 6. Wieder zurückstechen in ein halbes Maschenglied deiner Luftmaschenkette und drei feste Maschen in dasselbe Maschenglied hineinarbeiten. Zurück wieder lauter Kettmaschen. Hier wieder ins selbe Loch eine feste Masche hineinarbeiten und wieder eine feste Masche, zwei und die dritte verdoppeln wir wieder. Eins, zwei und die dritte verdoppeln wir wieder. Eben wie hier wieder mit einer Kettmasche schließen oder so wie ich mit der Wollnähnadel das Ganze schließen. So sieht euer Käppchen aus. Kannst du auch gleich mit diesem Faden, den du vernähst, oder eben mit dem mittleren Faden, dann an dein Hütchen annähen. Mit mehreren Stichen nähst du das einfach an. Dann kommen auch hier Augen. Welche auch immer, da gibt es ganz viele verschiedene, in jedem Bastelladen gibt es die mittlerweile zum Kaufen oder auch in Schreibwarengeschäften. Ja. Was einem dann gefällt, das kannst du eben dann mit Textilkleber oder auch mit einem normalen Kleber aufkleben und den Mund einfach aufsticken. Also einfach mit einem Wollrest aufgestickt. Wenn du auch solche Punkte haben möchtest, ich habe hier Filz verwendet und Kreise ausgeschnitten und aufgeklebt. Du kannst natürlich auch in einen Fadenring, also mit einem schwarzen Garn, lauter solche kleinen Kreise häkeln, also ich würde nur in einen Fadenring und dann die Runde auch schon beenden und diese dann aufnähen. Auch aufkleben wäre eine Möglichkeit. Ja, das war es auch schon. Also ihr seht, es geht eigentlich, also gerade die Basisform funktioniert sehr schnell. Es eignet sich gut für Resteverwertung, weil man nicht viel Garn benötigt. Ist ein süßes Mitbringsel.
Lasst eurer Kreativität freien Lauf, was ihr daraus macht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Das war's auch schon von meiner Seite. Wenn es euch gefallen hat, abonniert bitte meinen Kanal und gebt mir einen Daumen hoch. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, eure Nele.